Eigentlich haben die Menschen in Bremen Spaß am Radfahren. Das gaben zumindest 44% der Befragten im aktuellen Fahrradklimatest des ADFC an. Der ermittelt alle 2 Jahre, wie fahrradfreundlich die deutschen Städte und Gemeinden sind. Und tatsächlich landet Bremen hier auf dem 1. Platz, zumindest im Vergleich der Städte über 500.000 Einwohner. Ein Grund zum Jubeln ist das allerdings nicht, denn es reicht gerade mal für die Schulnote 3-. Warum Bremen hier kein besseres Ergebnis erzielt hat, weiß Pina Pohl vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, der die Umfrage durchgeführt hat. Was die Leute oft bemängeln, ist der fehlende Wille. Also das fehlende, es bewegt sich nicht viel, es bewegt sich nicht schnell genug. Wir reden alle viel von Verkehrswende und es gäbe gerade hier in Bremen wahnsinnig viel Potenzial. Wir haben einen Radverkehrsanteil von 25%, das ist enorm. Das ist also ein Viertel aller Wege werden mit dem Fahrrad zurückgelegt. Und dementsprechend würde man auch erwarten, dass sich da in Richtung Straßenbau und Straßeninfrastruktur sehr viel mehr bewegt, als es das tatsächlich tut. Und das ist was, was die Leute bemerken und was sie eben auch eher negativ bewerten. Es gibt aber auch Erfreuliches zu berichten. So wird die Akzeptanz von Radfahrerinnen und Radfahrern im Straßenverkehr überwiegend positiv bewertet. Und in Bremen fahren alle Rad, egal ob jung oder alt. Also wir haben in Bremen schon überall eigentlich recht gute Voraussetzungen fürs Radfahren. Es ist flach, wir haben keine besonders hohen Steigungen. Die Beschilderung ist ziemlich gut, also zumindest die Hauptrouten, das sind diese grünen, weißen Schilder, die Sie sehen, das ist alles relativ gut ausgeschildert. Das sind auch häufig Routen, die ein bisschen am Autoverkehr vorbeiführen, was dementsprechend angenehm ist zu fahren. Wir haben natürlich immer noch, und das ist auch einer der großen Kritikpunkte gewesen im Fahrradklimatest, eine nicht ausreichende Breite der Radwege auf den allermeisten Strecken und eine sehr schlechte Beschaffenheit der Oberflächen. Und das ist etwas, woran ganz klar gearbeitet werden muss. Das sind nicht die einzigen Hemmnisse, die verhindern, dass Bremen eine bessere Note bei der Fahrradfreundlichkeit erhält. Negativ auf das Sicherheitsgefühl vieler Radfahrerinnen und Radfahrer wirkt sich die hohe Zahl von Fahrradunfällen aus. Überhaupt sind Konflikte zwischen Auto und Radverkehr ein wichtiger Punkt, der im Fahrradklimatest bemängelt wird. Tatsächlich ist es schon noch Fakt, dass unser Straßenbild heute immer noch von den Stadtplanern der 60er, 70er Jahre gebaut wurde, die hauptsächlich für die Autos konzipiert wurden. Und dementsprechend sind auch die Räume heute noch aufgeteilt. Und das ist tatsächlich ein ganz wesentlicher Faktor, an dem wir arbeiten, dass wir diesen Straßenraum, den es gibt und der nicht unendlich erweiterbar ist, gerecht verteilen wollen auf alle Mobilitätsgruppen. Bei all der Kritik gibt es also noch Spielraum für Bremen, sich zu verbessern. In vielen Punkten ist die Stadt bereits recht fahrradfreundlich aufgestellt. Und Pina Pohl rechnet damit, dass sich in nächster Zeit auch noch einiges tun wird. Wir haben in Bremen ganz tolle geplante Projekte, wie zum Beispiel die Fahrrad-Premium-Routen, die den Pendlerverkehr aus dem Umland sehr viel bequemer und komfortabler machen wird. Wir haben die Fahrradbrücken, die zum Beispiel die 2 großen Brücken hier in der Innenstadt entlasten werden. Was ein großer Pluspunkt ist, wir haben das Fahrradmodellquartier beispielsweise, was ein wirklich beispielhaftes Projekt ist, auch bundesweit. Und viele dieser Projekte sind aber schon seit Jahren in Planung und kommen nicht so richtig in Schwung. Und da würden wir uns einfach wünschen, dass den Worten auch Taten folgen und das jetzt schnellstmöglich umgesetzt wird. Gerade weil der Bund eben auch so viele Mittel momentan zur Verfügung stellt. Das heißt, die Gelder gäbe es, man müsste sie nur nutzen können. Bei einem Verkehrsanteil von 25% wäre das auch dringend zu empfehlen, zumal die Tendenz steigend ist. Den Stellenwert des Radfahrens in der Gesellschaft bewerten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Fahrradklimatest ebenfalls nur mit einer 4+. Da ist noch deutlich Luft nach oben.